So, hallihallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatore und wir sind hier bei einer neuen Folge Grid. Und heute das allererste Mal mit euch Hardcore. Ja, übrigens, Nick und Pano sind auch wieder dabei und beide bestens gelaunt. Hi Leute! Hey! Oh yeah! So, Nick liebt ja Hardcore über alles, ja, Auf jeden also. Fall. Der beste Spielmodus überhaupt. Ja, Gerade unbedingt, ne? da die anderen Leute auch alle fahren können. Das ist Ja, es und vor ja. allem, wenn man ganz hinten startet, ne? Ja. Bei der kurzen Dann ist Strecke es wie auch eine. Corsa Azur, ne? Ja, Das das ist dann auch eine die ist 10 Kilometer Herausforderung. lang. Aber wirklich, okay, da hast du genug Möglichkeiten in der Bande zu landen und endgültig eliminiert zu sein. Ja, ich glaube, das wird nicht lange dauern. Die anderen sind ja vor mir und dann die alle nicht, da die alle so gut fahren können. Ja, also der Sarkasmus Sehe ich ist es heute schon mal kommen, sehr dass ich gut. irgendwo reinfahre, Ja. bei so einem Lutscher, der es auch nicht unter Kontrolle hat. Ja, so. Vielleicht heißt er sogar Panos oder so, oder Ja, Neo oder. außer es ist Panos oder der Neo und dann fahre ich da mit Absicht rein. Und nehme ihn mit. Oh. Bist du aber böse. Nein, das ist einfach so. Ja, das Auto habe ich übrigens für euch getunt. Mal so ein bisschen, ja. Auf ein bisschen krass getunt. Aber naja. Ach, dann ihr schon als erstes. Oh ja, schön. Ja. Sehr schön, also haben wir rein hier. Aber mir geht's einfach schon los. Jawohl. Ja, weil der eine nicht losgefahren ist. Ja. Ah, verdammter Franzose hier, drängt mich gegen die Wand Alter, oder was? der Deutsche. Der Deutsche und Bremsen, der Quer. bremsen, bremsen. Jeder da quer auf der Straße. Oh. Alter, die fahren ja aber wie die Behinderten, Alter. Das ist echt. Boah, ihr habt Macht noch eure nicht Autos schon kaputt, leicht gebremst. dann habe ich es leichter. Wow, wow, wow! Ja, das ist Hardcore. Mich dreht's für nichts und wieder nichts. Ist das Hardcore? Dong! In Österreich! Oh! Das ist eindeutig Hardcore. Das ist so typisch. Kaum fährt man Hardcore, zerlegt sich das Auto und ja. Fast schon von alleine. Ja. Von Erster auf Achter, ne? Das ist traurig. Ach, du bist Achter, wann habe ich dich denn gerade überholt, aber. Ja, ich wurde wahrscheinlich unsichtbar für dich, ne? Nein, das sag ich eigentlich, was eigentlich sonst nicht passiert, ne? Ja, eigentlich nicht. Welchen Zufall. Oh, der Audi geht aber ziemlich gut. Wow! Nein, Meine nein, Güte, nein, war nein, das nein, nein! knapp. Bin ich hier fest oder was? Ich bin gerade ein bisschen ruhiger, weil ich mich konzentriere. Fuck, ist der Junge schnell. Verdammte, ey. Wow, 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 wow. Au, 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 Lol, au, leck, Alter, leck da rum, der Deutsche. Meine Güte. Ganz ruhig. Er ist am Also, Rumlecken, weißt du, Hilfe. mit einmal war er direkt vor mir und ich bin in ihn reingefahren. So Oh, leicht. das ist Dann scheiße. habe ich die Kontrolle ein bisschen verloren. Ja, Grid-Logik, ne? Er ist richtig am Rumlecken, der Junge. Oh Mann. Mein Auto lenkt schon alleine. Ich warte ja nur, bis geht Batsch und ich habe keinen Reifen mehr. Ah, wie ich das hasse. Ja, ich musste gerade in der Kurve gar nicht lenken übrigens, ja. Das ist doch schön. So schlimm. Ja. Du Österreicher, du verfickter Österreicher, du. Ja, Er mit seinem scheiß 23 Touring Car. Jawohl, wer fährt mir denn da hinten rein, Junge? Warst du das? das war ein bisschen kontraproduktiv. Wow! Boah! Der Österreicher. Ich glaube, den ist gerade ein Reifen geplatzt hier. Lol, Alter, ich mach ein Training, ich bleib richtig da dran hängen, das ist behindert. Alter Schwede. Alter, wie ich hier gerade um die Kurve gezogen bin, ohne zu lenken. Ach, wie geil. Wenn's doch immer so wäre, ne? Ja. Wow. Oh, jetzt hat das Auto von selber gegengelenkt, ist doch auch schön. Sollte machen, was es will. Ja. Aber genau richtig, ne? Wo ist der Deswegen ist Panos? Ja, gerade der Panos ist eben. natürlich Zweiter, ne?
Na, typisch. Warum hat sie wieder irgendwie nach vorne gestohlen, Alter, ich hab ja, so einen Krack rechts dran. Eben links dran, ne? Da war kein Drang, erstaunlicherweise. Der Panos ist ein Rechter. Also mein Auto ist noch eine ganz normale fahrfähig. Kann ich von meinen nicht behaupten. Ich frag mich echt, wie Neo immer schafft, die Motorhaube abzukommen. Wie schafft er das? Keine Ahnung. Ich hab sogar noch ins Ziel geschafft, ey. Nice. Tja, für das, dass der Audi RS5 hier nicht getuned ist, ist das sehr, 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 sehr geil. Ja, das ist bei Hake auf so einer Strecke auch scheißegal. Ob getuned oder nicht getuned. Auf jeden Fall. Da geht halt drum, wer kommt besser durch und wer, ne? Aber naja, da ich den Nismo noch nicht haben, muss ich mich da mal mit dem Audi hier... Na hier, Bullet, hier sollte mal rausgehen, ey, der hat echt eine scheiß Verbindung. Der steht richtig. So ein Witz, ey, das gibt's doch normal nicht. Ja, wo der andere stehen geblieben ist. Ja, voll. So eine traurige Sau. Eventbelohnungen, jawoll. 10.500 neue Lutscher, oder was? Ich halt, ne? Ja, trotzdem. Haben wir so viel Mühe gegeben hier. Darf ich überrascht werden, sonst gehst du strafen. Ja. 41,5. Arschloch. Arschloch. So, jetzt hoffe ich mal, dass S3 ist. Ich will euch nämlich eine neue Karre zeigen. Mit der ich nur einmal gedriftet bin, aber dafür eignet sie sich gar nicht. Es fiel, yay. Yay, Leihwagenstrafe, meine Güte, ey. Fuck. Ey, Alter, heute hab ich eine Laune, ey. Ich bin ja mal für Veto, ne? Ja, ich ehrlich gesagt auch. Panos? Ja? Mach Veto. Hab ich schon. Ja, ist jetzt eh egal. Jetzt ist schon egal. Mach jetzt immer Veto, egal was es ist, immer. Der Faschanfetze verleitet die Königsecke zu nennen, aber das tue ich mir nicht an, ey. Ich nehme eigentlich nur Veto, wenn zwei andere auch Veto nehmen, ne? Weil die zwei werden ja dann nicht das fahren wollen, also schließe ich mich denen an. Weil ich ein freundlicher und netter Mensch bin. Das ist eine Bugatti, Lüge. Bugatti und ein Caterham. Und ich darf da mit dem McLaren rumfahren, oder was? Da werde ich wieder hinten nachhinken. Na weg. Irgendwo mit einem Feld. Warte mal die erste Kurve ab, dann bist du schon wieder weiter vorne. Du bist sowieso ganz vorne, also fahr so schnell wie möglich um die erste Kurve. Weil warum auch immer, das ist Pflicht bei Hardcore, in der ersten Kurve ficken die sich alle weg. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es immer Randale in der ersten Kurve. Aber gerade bei Red Bull Ring ist ja Zielgerade so lang und da habe ich das Problem, dass die Bugattis eben eine mordsmäßige Beschleunigung haben und mich wahrscheinlich wegficken wollen, ne? Ja, aber die können alle nicht fahren, die bremsen alle nicht, die fahren einfach frontal rein da. Ja, Motorsportkenntnisse null. Null nada niente. Okay, normalerweise sollte man ja bremsen, so dass man den anderen nicht reinfährt. Vor mir ist oh ja, hier. Das war doch so eine schöne Kurve, da kann man sich richtig schön wegficken. Alter, vor mir jetzt zwei Österreicher und ein Deutscher. Das kann ja nur schief gehen, ne? Ja. Alter, wie die vorbeiziehen hier. Wow, Panos. Er muss die Kurve halt gescheit nehmen, ne? Und ich auch. Oh, da hat sich schon der erste zerlegt. Ja, ist mir an mein Heck. So, jetzt kann man fahren. Mal sehen, ob ich den einen oder anderen Bugatti verblasen kann. Alter, Bulltier leckt aber mal gar nicht rum. Wichser, du Wichser, lass mich ran. Oh, ja. Yeah. Schade, dass ich mich dem Bugatti nicht von der Geschwindigkeit anschließen kann hier mit Windschatten. Absichtliches Abkürzen, Mama. Mann. Bisschen weit raus. Nee, du lagst aber auch rum. Wirklich? Ja. Wow. Nee. Du lagst bei mir auch. Nein. Verbindung getrennt. Und bitte nicht. Die Grid Party verlassen. Wieder mal. Fliegen wir alle nach der Reihe raus. Alter, der hat gerade ein. Oh, du bist der beim Rumlecken. Okay. Also, ich fahre noch. Ja, ich fahre auch noch.
Ja, was, warum ich WLAN an mein Tablet dann hab oder was? Hängt jetzt alles rum? Wahrscheinlich. Aber keine Ahnung, warum ich hier am Rumlecken bin. Und ich habe mich, glaube ich, verabschiedet. Nee, nicht mal. Ich fahr noch. Aber ich kann euch jetzt nicht mal hinterher joinen. Ich fahr nicht an. Scheiße, ne? Da fahren wir die 3 Minuten noch zu Ende und dann beende ich mal das Let's Play. Es wird halt eine kurze Folge. Alter Schwede. Arschloch. Bin kein Noob, ich bin Vierter. Man versteht kein Wort. Wirklich? Hey, ich verstehe dich nicht. Was sagst du da? Ohne Spaß? Ich? Leute, ich leck total herum. Was? Ich versteh gar nichts. Scheiße. Scheiße. Alter, du fast fickter Italiener, Junge. Hat er mich in der Kurve weggerammt, aber mein Auto ist noch heil. Interessant. Naja, rede ich jetzt mal nichts. Leute, redet. Was? Man versteht immer noch nichts. Redet mit mir, verdammt nochmal! Wir sollen mit dir reden? Ja! Alter, man versteht so gut wie gar nicht. Lachen hört man dich normal. Lachen versteht man. Wirklich? Ja, die hört man normal. Wow! Auto geschrottet. Alter, was geht hier ab? Da ein paar ihr Fahrzeug zerstört. Ach du Heiliger. Ja, kann schon mal gleich alle einladen. Nick, du fährst circa mit 1 Meter die Sekunde. Was? Du fährst 2 Meter die Sekunde? Ja. 10.055, 10.066. Ich bin ausgeschieden. Ich bin weg. Also. Das dürfte Alpha sein. Nee, das ist der Neonator. Du hast einen X, aber du fährst noch. Wie bescheuert ist das denn? Geil. Gucken wir mal zu. Alter, wie du rumleckst. Ja, das ist deine Verbindung. Oh yeah, geil! Juhu! Wow, da kann man entgegen. Alter, was ist hier los? Deine Verbindung, aber man hört dich halt wieder normal. Wie du bist gerade durch die Luft geflogen. Oh, oh mein Gott, wie du gerade rumleckst hier, ist das geil. Du hast keine Rückenverdeckung mehr. Ah ja. Der Motor so ziemlich ist ganz verbeult. Das ja, hast du Platten. Mir fehlt nur die rechte Tür. Der jetzt ist hast du Platten, Ohne. Fliegst durch die Luft, jetzt rammst du gerade. Alter, ist das krass. Jetzt stehst du gerade nur herum. Ja, das Rennen ist vorbei. Alter, das muss ich hochladen. War das geil oder geil? Oh yeah, also dann. Bye bye, Leute, bis zum nächsten Mal. Ja, immer, man hört dich wieder nochmal. Das ist auch schon mal schön. Geil, also dann, bye bye.